Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir haben uns wieder hier und heute wieder versammelt, um ein bisschen zu schnetzeln. Mit mir, dem Daniel, auch dabei, der Alex. Alex. Jo! Ja. Alex, du hast es schon aus, er ist total hibbelig. Ja, wir haben beim letzten Mal ein paar Nebenmissionen abgeschlossen, unter anderem ein paar T-Point zurückgeholt und was haben wir beim letzten Mal gemacht? Viele, Sachen geschnetzelt. Viele Nebenmissionen. Genau. Und heute haben wir, glaube ich, keine Nebenmission mehr, sondern noch Hauptquests und Kopfgeld. Ja, und wir machen jetzt mal die Hauptmission weiter, haben wir beschlossen. Haben Zwischenzeit, bevor wir die Aufnahme jetzt gestartet haben, ein paar kleine Waffen noch gekauft, ein paar Waffen geupgradet. Mal schauen, ob wir jetzt ein bisschen schneller durch die Gegnerhorden durchkommen. Ja, an der Stelle, Alex, ich hätte gesagt, übernimm doch mal bitte das Kommando und führe uns in die nächste Mission. Ich führe uns in Versuchung. Meldegehorsamst, Hauptquest startet jetzt. Und erlöse uns bitte nicht vom Bösen. Ja, das sind wir. Genau. Ibi-Ibi-Ey. Ich hätte vielleicht noch vorlesen sollen, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Naja, gut. Machen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Hast du da schon mal was vorbereitet? Ich habe einfach nur auf Mission starten geklickt. Sehe schon, du bist gelangweilt von dem Spiel. Naja, im Prinzip schnitzeln wir uns immer wieder durch. So. So, once we find your dad, we need to chop off one of his body parts. I can think of a few that could go. Ooh, remind me not to cross you. Little late for that, isn't it? Okay, remind me to run the other way once you get your body back. With pleasure. Ich hab schon mal das Feuer eröffnet. Ich merk's. Uppala. Das macht aber schön. Ist der schon tot, ey? Nein, da steht er noch. Hör mal, wie das knallt. Das hat so schön geknallt in meinen Bauchnabel, oder was? Ja. Ich mache irgendwie keinen Schaden mit dem Ding. Ich kann, das ist wirklich alles nur verfehlt. Okay, jetzt ist kaputt. Ich nehme mein Kettenschwert. Stimmt, das haben wir ja auch. Aber hallo. Ach, come on. Wohl eigentlich sehen die ein bisschen aus wie Geister. Achso. Uiuiui, da liegt aber viel Loot. Macht aber Aua, das Ding. Ja, treffen müsstest du halt, glaube ja, ich. Ja, das ist das Problem. Die bleiben einfach stehen. Das Ding komplett zum Mars schießen. Es gibt heute Nacht auch keinen Mond mehr. Ja, ich glaube, bei großen Gegnern ist es ganz witzig, das Ding. Ah. Und damit wäre dann auch das, das Geheimnis gelüftet, wie eigentlich die Löcher in den Mars, in den Mond kommen, diese gerade. Ja, genau. Einmal daneben geschossen und dann zack. Das waren damals in der Antike, ne? Die großen Handschuhkämpfe sind ja geschichtlich bekannt. Ja, ja. Ist klar. Ja. Was voll, wie voll? Ich hab Muni voll? Das geht auch gar nicht. Ich habe tatsächlich mal die eine Karte da am Punkt reingesetzt, bei dem alle inaktiven Waffen wieder geladen werden. Hat allerdings, glaube ich, 100 Sekunden Lockout, bis das anfängt. Also wo müssen wir denn hin? Warum habe ich denn gar keine Markierung auf der Map? Wir müssen zu der Mamushi Haiki, nee, Haigas Büro. Ja. Oh. Ich habe keinen Nickel entdeckt. Oh wow, was ist denn so fies zu mir gewesen? Da. Ja. Oh, das hat ja ganz gut funktioniert. Ist das irgendwie niedriges Level hier? Was ist denn da? Liebes Kanickel. Guck mal, die haben Herzchen. Was ach, come on. Wir warten das jetzt. Ich war das nicht. Ach, die sind... Das war der Mob da. Guck mal. Das sind Gegner. Wo kommt die denn her? Weiß ich halt, wahrscheinlich bei dir gespawnt, oder? Ja, wahrscheinlich. Komm, geht kaputt. Mach aus. Ah. Wir knirren hier noch. Alles gut? Was steht da? Oh, Mobbit ist kaputt. Mann.
So, wir müssen hier lang. Oh, da steht ganz viel Polizei. Was ist denn da? Polizei. Ups. Ach, guck mal einer an, wo wir sind. Kennen wir das nicht? Was suchst du jetzt? Oh Gott, das ist aber wirklich für ganz große Gegner nur gedacht, nicht für mich. Nee, das Treffen ist echt interessant. Das ist schon angenehmer mit dem Treffen. Wir haben noch irgendwas. Oh, da zerlegt's aber. Die gute Dame in alle möglichen Einzelteile. Das hat die verdient. Ich möchte doch nur dein Bestes. So, klopft mal an, oder? Ja, ich kann. Oder nichts anklopfen. Ich kann nichts anklopfen. Kannst nichts anklopfen. Müssen wir außen rum? Ach, guck mal, da geht's rein. Okay. Seitentür? Ah. Ziemlich unauffällig. Nee. Nee. Mal hinten rum gucken. Vielleicht müssen wir gar nicht rein. Doch, wir müssen rein. Aber da ist ein Speicherpunkt. Und da sind Gegner, wir sind richtig. Immer der Nase nach. Der Indikator Gegner. Hallo. Hallo. Die Grüße auch. Ja, die Eiswaffe, die ist schon übel. Hä? Ja. Allerdings muss ich sagen, mittlerweile macht mein Hauptschwert irgendwie mehr Schaden, glaube ich. Dadurch, dass ich jetzt nochmal ein bisschen umgebaut habe. Dein Hauptschwert? Ja, das Nicht-Eisschwert halt. Ach so. Was ist denn da hinten? Ach so, nur ein Stein. Oh, du hast einen Stein gefunden, das ist ja toll. Ah, da ist ein Leiter. Mensch, nicht so laut, du erschreckst doch hier alle. Oh. Huh! Was ist denn da los? Wie fies ist das denn? Ich bin da hoch und wäre runtergeschossen. Das war nicht die nette englische Art. Sag mal. Jump'n'Run wieder, oder? Ja, das ist. Nein, ich bin hoch und dann werde ich gleich wieder runtergetreten. Guck mal, ich habe Eingang entdeckt. Jo, super. You have done well to make it this far, Lo Wang, but this is where your journey ends. Really? Bummer. I'll let my travel agent know. What a pity this is your last day alive. You'll never realize that being clever is not the same as being wise. Kobun! Kill this asshole. Die geht einfach weg, jetzt wo wir da sind. Das war ja der halbe Weg umsonst. Ja. Wo ist denn da? You worried about losing a fight to a grandmother? Oh, I wanted to make sure you were okay with it if things got messy. The messier the better when it comes to that bitch. Naja, die kriegt man gleich. Ja. Da geht's lang. Aber die ist doch nach unten, nicht nach oben. Ja. Da, ich hab sie schon. Oder? Ach, wisst ihr was? Ich rotz mal wieder mit dem Raketenwerfer da rein. Mhm. Eine gute Idee, ich sehe alles nur explodieren um mich herum in Rot. Nur die verschießen sieben Raketen gleichzeitig. Was willst du denn? Stimmt, du hast ja da mehrere Raketen. Ja. Aber so gefühlt eine Verfehlungsrate von irgendwie 200%. Totaler Schmackzug. Dann mach ich doch mal mit. Raketen ist auch. Ist da noch was? Ja, nicht mehr. Ja, nicht mehr. Heie, ja, lass es mal einsammeln hier. Das wäre so noch einer, die Superior Yakuza Desperado. Oh, das sind wir Schwerter. Schwert? Schwert? Ja, Schwerter zum Sammeln. Zwei Handy. Ja. Also, Quatsch, zwei. Doktor? Crimsons, okay. Na, ich werde mal schauen. Oben ist noch einer. Ja, guck mal einen an. Au. Oh.
Ja, ich weiß, war ein bisschen vielleicht minimalst übertrieben. Die war ganz, die war ja ganz, ganz geil drauf, dass du da deine Kettung mal ausgepackt hast. Sie hat sich gefreut, so ein großes Ding zu sehen. Tja, jetzt ist nur die große Frage. Wo ist die Muschel hin? Ja, wo ist sie? Na, ich glaube hier hinten. Ha, nee, oder? Eieiei, jetzt sollen wir hier die ganze Wohnung durchsuchen, was soll denn der Schrott? Was sind wir denn hier, FBI oder was? Wir sind doch hier nicht von der Spurensicherung. Wir machen nichts, die Spuren. Huch, wo bin ich jetzt hier? Ach, das ist die Küche. Hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter. Natürlich, die Küche, natürlich. Ist doch klar. Haben wir ja schon gelernt, bei allen Spielen, wo die Yakuza irgendwas zu tun hat, gibt es immer die Küche mit Geheimgang. Ja, und wenn du nicht gehorchst, dann zerhäckselt dir halt mal die Großmutter auch mal die Hand mit dem Küchenmesser. Der berühmte Küchengang. Ach, ich bin hier. The idea is how to get through this thing? Well, that's a Z-Secure 9700 lock for starters. And that means? It's the most advanced lock Zilla makes. Unbreakable by almost anyone. I bet my pal Trinai could do it. Trinai? That's Mr. Trotoluene to you. Oh, Trinai Trotoluene. Cute. Hey, I made a chemistry joke and nothing? Not even a chuckle? I don't do chuckling. If she keeps dynamite around, it'll be in the armory. Take the fun out of anything. Na klar. Dynamite. Wo das Dynamit wohl liegen mag? In der Küche? Nee, nicht wirklich. Wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Ja, genau, das dachte ich mir auch. Nee, warte mal, jetzt hier, komm mal her. Shit. Hier, was ist denn da? Der Flicker, ach, hier, hier. Hier. Ich bin jetzt komplett draußen. Das ist schön. Ja. Aber frag mich bloß noch, wo du jetzt wieder warst. Ich bin auch draußen. Bist du das? Wo bist du denn jetzt? Ich bin in der Küche. Wo bist du? Draußen vor der Tür. Ich rauch dann meine. Ach, du bist so richtig, richtig draußen. Ja. Warte mal, kann ich nicht vorne raus? Kann ja schon mal den Karnickel beim Rammeln zu sehen. Denk dran, ne? Nicht spannen lassen von YouTube. Noch haben sie nichts gemacht. Meinst du, das ist ja nicht meine Schuld, wenn die was tun. Wenn die Lust drauf haben, ist halt verboten. Okay, ich habe jetzt gerade ein ganz anderes Problem. Ich komme jetzt auch nicht mehr runter, weil ich nichts mehr weiß, wo es runterging. Oh Mann. Oh, ist das ich. Ja. Oh Gott. Nee, warte mal. Hier. Ja, dann hol doch schon. Hol doch schon mal hol doch einfach den Sprengstoff. Kann ich da nicht. Warum? Achso, ja, stimmt. Mein Packesel. Ach verdammt, wo bin ich denn? Wo bist du? Komm mal her. Da. Ich bin wieder in der ersten Haupthalle. Ja, komm hier, da, also. Da bin ich heute schon dreimal reingelatscht. Shit. Wo war. Ja, scheiße. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ja, siehst du? Da war ich doch schon. Ach Gott, du verwirrst mich total, ey. Ah, hier lang. Ich hab's. Wo bist du denn? Warum kommst du nicht? Ach ja, genau, da hinten war's. Ja Gott. Warum habe ich so eine Orientierung wie so ein Toaster? Ja, deswegen kommt Toaster auch nichts mehr nach Hause zurück, wenn man die einmal weggibt. Tja, und ich treffe dieses blöde Kandigel. Du meinst das hier? Ja. Habe ich keinen gemacht. Das hat mich böse angeguckt. Oh, einmal durchbrennen, bitte. So, könnt ihr mir bitte sagen, wo der Sprengstoff liegt? Oh Gott, die arme Sau. Oh Gott, die tut mir so leid. Hey, was ist denn da? Sprengstoff. Ja, ja, komm her. Komm mal her, du Terrorist. Sind wir wieder komplett zurücklatschen? Big arsenal you have. I made a joke about your grandma's arsenal. That is just special. I hope you put that on your resume. Yeah, right.
Right after coexist on a mutual mental plane well with others. Jetzt war er unfähig. Ja, ich hab's mir gerade gedacht. Nein, ich möchte die Taste nicht belegen. Ey, in jeder Session, mindestens einmal. Na? Wie, hast du wieder dein... Ja. Möchten Sie tatsächlich diese Tastenkombination drücken? Genau so ist es. So. Was soll ich alleine die Gegner machen? So, und soll jetzt ich muss ich erstmal wieder die Küche finden. Ich warte. Ich bin doch da. So. Spielen wir Adventskalender. Ich gehe in Deckung hinter dem Schrank. Mist, es rabbelt in der Kiste. Ach, ich muss da wirklich hin, wo das X ist. Wo ist denn das X? Hier. 3, 2, 1. Knock, knock, bitch. Ach, du siehst das gar nicht auf der Karte? Nee, jetzt sehe ich erstmal wieder was, aber das X sah ich gerade nicht. Ach so. Bin nur ein Anhängsel. Hallo Mamushi. You seek my master, but you must know that I will never betray him. Oh, I don't doubt that. Unlike you, I understand the value of loyalty and honor. I knew the price of my bargain when I made it. Sure, one child, cash on the barrel head. How did your daughter feel about being pimped out to a sociopath? Sorry, I meant by a sociopath. Oh wait, I guess I mean both. She understood her destiny. To bear a child of greatness is a blessing. Kamiko? A child of greatness? Hey, let's not get carried away. I gave everything I had for that ungrateful shit. Perhaps she will realize her destiny one day. Nein! Was denn? Das kriegt man gar nicht als Belohnung. Oh, see why you have to go okay. Into that. I am willing to die for my ideals. Can you say the same? I'm willing to go for my ideals. That's as far as I go. A sybarite to the end. At least I'm consistent. Do you have the least shred of honor left in you? Will you finish what I have started? Oder auch nicht. Schau mal, das ist das Messerchen. Oh, doch, wirklich echt. Ja, das war als Questgegenstand. Ach so, na toll. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Okay, dann. Tee. So, was hast du jetzt eigentlich gerade in der Zwischensequenz gemacht? Hast du ein bisschen auf dem Stuhl rumgewippt? Eingeknarzt, ja. Ey. Ach was. Ja, jetzt kann ich's Maul aufreißen. Ja. Legt er da Geld hin für einen neuen Stuhl und beschwert sich dann, wenn andere es nicht tun. Mein Stuhl ist gut, ja, da geht die Höhenverstellung zwar nichts mehr, aber ansonsten hält er meinen Arsch noch aus. Oh, ich muss diese Funktion wegmachen. Herrgott nochmal. So, ich geb die Quest an. They should do the trick. It is more than I had hoped. Ich mag auch den Tagel. Thank you, Lo Wang. This will do nicely. Give me some time and I will locate this mystery man. Alter, was machst du? Hey, hallo, ich mache hier eigentlich gar nichts, ja. Ich glaub, mein Stuhl möchte mitspielen. Zwei Skillpunkte. Als ob du irgendwie so mit Absicht gerade hin und her wippst. So? Eieiei. Hm. Oder hat man das jetzt gar nicht gehört? Warte mal kurz, wir haben gerade eine Karte gekriegt. Ja, und drei Skillpunkte. Das ist schön. Was habe ich denn als letztes geskillt? Ich das nochmal wüsste. Skill mittlerweile noch querbeet. So. Ja, ich warte mal, vielleicht kriege ich noch mal irgendwann eine Superkarte und dann hau ich da die ganzen Skillpunkte rein. Schau mal, unser Teebeutel-Freund hat schon wieder eine Quest für uns.
Ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, können wir das jetzt nehmen? Das leuchtet so geil. Das leuchtet schon die ganze Zeit. Nehmen konnten wir es deswegen trotzdem noch. Ja, ist ja gut, wir können es auch nehmen. Aber das wäre schon geil. Okay, unser Hellboy hat wieder eine Quest. Der Hellboy aus dem Schulenclub. Hey, Botface! I see your face still looks like a bot. I like the commitment you're giving that. The Guz told me to inform you if we found signs of the body's whereabouts. That's great. And where is the overgrown meatball? I will mark the location of our last sighting on your map. Well, would you look at you? You know what? I'm gonna upgrade you from worthless piece of shit to just plain old piece of shit. Amiona says you need not fear hurting it. It has been gorging itself on black rain and is practically invulnerable now. Use everything you have to subdue it. It would be my pleasure. Das ist sehr praktisch, dass wir dem immer nur die gleiche Karte geben müssen und er sein Kreuzchen drauf machen muss. Ja. Hey, okay. This is my body we're dealing with. Easy on the merchandise. Hey, I don't come down to where you work and slap the hexachlorobutadine solution. Yeah, the hexachlorobutadine. Out of your hand. Man, you are sharp. Guck mal in den Händler rein, der hat meistens noch eine Hauptquest neue Waffen. Ja, Moment. So, was hat er denn? Hey, Larry. Nichts Neues. Nichts Neues. Shot Barrels, Miss Ray. Oh doch, die Karte kaufe ich mir. Ja, ich hab doch gewusst, da kommt eine tolle Karte. Ah. Jetzt kann ich mehr Muni tragen. Das finde ich gut. Ein paar HG-Kosten, das wäre irgendwie doof. Okay. Moment, ich setze mich mal ganz kurz ein bisschen um in der Hoffnung, dass der Stuhl dann nicht mehr so komische Geräusche macht. Was? Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht mittlerweile zu fett geworden für den Stuhl. So. Machen wir das mal mit der Nebenquest? Wir haben keine Nebenquest. Hä? Was haben wir denn da gerade bei dem Dings da bekommen? Hauptquest. Ist das Hauptquest? Ja. Nee, der Typ gibt uns eine Hauptquest? Ja, der Typ gibt uns eine Hauptquest. Dann machen wir die Hauptquest von dem Typen, oder? Oh, wir müssen Kamikos Körper finden und überwältigen. Oh. Na dann. Okay, diesmal wahrscheinlich dann nicht die Beine, sondern irgendwas anderes. Diesmal den kompletten Körper. Hm.